boomendes Business, wo ich zuletzt vor der Disco verreckt bin, weil man mich nicht reinlassen wollte. Diesmal aber auf einer leichteren Schwierigkeit. Da ich gerade 47 geworden bin, werden wir das nur zum Leveln benutzen, dass ich meine Waffen hochleveln kann und meine Ausrüstung. Und dann mal durch mich schieße. Und schauen, wie leicht das wird. Ja, nicht so viel leichter bis jetzt. Okay. Ich merke schon den Unterschied. Oh, da ist ja ein Boss auch noch da. Oh je. Wäre bitter, wenn ich doch sofort eingehen würde. Wenn ich sag, man merkt, dass leichter ist. So viel leichter merkt man. Sofort. Jetzt hör auf mich zu freezen, Mann. Ich muss mal gute Treffer auf den Boss geben. Ja, die waren doch gut. Nee. Du bist auch gleich weg, denn du bist Dreck. Boom. Ah, ja, es ist ein bisschen angenehmer auf der leichteren Schwierigkeit. Uff, uff. So, gehen wir mal für die Rushen. Das ist ein Sniper. Das war nicht die beste Domkugel. Haben wir einen Rusher, den man zerlegen kann. Weitere Rusher. Guter Treffer, guter Treffer, guter Treffer. Vielleicht was. Vielleicht verdiene ich es eh zu sterben. Oh, Muni. Vielleicht ein bisschen riskant gerade, aber. Wieder eine neue Shotgun im Gepäck. Wieder mit großem Bumm. In der ersten Kugel. Der Rest an der Ausrüstung ist gleich geblieben. Hab noch nichts auf 47 raufbekommen. Deswegen wird auch nicht Stufe 47 gespielt. Weil sonst schaue ich da wieder ein in der Disco. Sind hier nur drei Räume. Und der haltet doch ziemlich viel aus. Oh, wir verziehen uns wieder rein. Die kleine Höhle. Und da ist schon Party. Und auch Muni dafür. Und die Granaten werden fliegen. Nice, nice, nice. Das hat schon ein besseres Tempo. Hab jetzt so Lust auf den Spielstil bekommen, dass ich mir auch Mass Effect Andromeda, das gute Mass Effect, wie sie da kennt, runtergeladen habe oder gekauft beim Weihnachtssale. Und werde es vielleicht mal mit Mods probieren anzuzocken später mal. Wenn ich dann endlich mal anfange mit Webcam vielleicht auch zu zocken. Facecam. Das gleiche, oder?
Wow. Wow, ich wurde teleportiert. Das gefällt mir gar nicht. Okay, dann können wir halt hier campen. Under the Dome. Oh je. Yeah. Ich will doch wieder runter in meinen Keller. Eieiei. Der freest mich wieder. Mal eine Überraschungskugel nehmen. Und weg ist er. Nächste Überraschungskugel. Granaten machen den Rest. Puh, ich glaube, ich werde nur bei den Monster-Leveln probieren, die höheren Stufen. Menschen sind mir irgendwie zu krass. Eigentlich sind alles Monster. Monster und Menschen. Während ich mir den Weg in die Disco freischieße. Das war ein Monster. Oh. So viel leichter, so viel angenehmer. Letztens hat er sich auch genau da versteckt. Und ist genau gleich gestorben. Komisch. Die wissen noch, was gute Musik ist. Okay, wir nehmen den Rückzug wieder. Der Bosskampf wird trotzdem schwierig. Der ist einfach schwierig. Oh, es kommen schon mehr. Guter Doppelschuss. Und mit dem Sniper. Was für ein Snipe. Ich bin der wahre Sniper jetzt. Sehr schön, sehr schön. Nix. Wieder nach La Taktik. Weil die kann was. Dann holen wir uns den Scharfschützen. Vielleicht? Ah ja. Okay. Ha, gute Deckung. Was die zweite Fähigkeit dieser Shotgun ist. Ich weiß nur, jetzt wird's ernst. Wo bin ich? Mitten vor ihm. Warum nicht? Oh, war ein guter Shotgun-Schuss. Versuchen wir es wieder mit der gleichen Taktik. Die Ecke campen. Oh wow. Wow wow. Oh wow. Oh wow. Ich muss hier raus.
Ich muss hier raus. Ja, von der schwierigeren Schwierigkeit wäre ich schon wieder gestorben. Oh je. Oh je. Was zum Teufel? Zum Teufel ist das für ein Boss. Oh, einen wenn dann down. Wo ist der nächste? Da drüben. Wow, Gift haben sie auch noch. Sehr schön. Oh. Can you not? Ah. Just put him down. And the turret too. Another turret. Yeah, not at all. Oh, Englisch. Habe ich auf Englisch gewechselt jetzt die ganze Zeit? Hm. Wenn man so viel auf die Fresse bekommt, dass man in Englisch wechselt mitten im Spiel, statt Deutsch weiterzuspielen. Puh. Goldwachen kriegen wir sowieso keine. Können wir schnell schauen, ob wir irgendwas kriegen. Oh. The bandit leader is taken care of. Your pass is clear. Where did these bandits come from anyway? They were insurgents. Defected to our side months ago. Thought they'd get an easier time. But Corrigan just posted them right back to the front. Instead, they took off and settled down in my territory. Why I gotta suffer for Corrigan being a goddamn idiot, I'll never know. Und tschüss.